Hallihallo und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und jetzt schaut mal, wen ich hier habe, meine Sarah. Ja. Wir haben uns jetzt endlich wieder gesehen, seit das letzte Mal halt Januar in Miami. Januar, und wir haben uns seitdem echt nicht mehr gesehen und jetzt heute, endlich ist es wieder soweit. Wir wollten ja eigentlich einen Ausflug machen, aber klappt ja jetzt nicht wegen Ausgangssperre und so. Und Sarah hat sich jetzt was anderes Cooles überlegt. Wir machen nämlich einen Weihnachtsquiz. Also Sarah hat sich jetzt Fragen überlegt und wir machen das also nur Weihnachtsfragen und keine Ahnung, also ich weiß nicht, was da kommt, weil Sarah ist auch voll der Weihnachtsfan, so wie ich. Ich glaube, Sarah ist noch krasser. Weiß ich gar nicht. Also, nee, ich glaube... Echt, wir beide. Ich weiß, ja, ich glaube, wir beide. Aber ja. Ich glaube, wir beide fangen schon früh an, irgendwie Weihnachtsfilme zu schauen. Ja. Und zu dekorieren. Ja. Sarah hat mir auch schon, glaube ich, du hast mir den ersten dann so geschickt, irgendwann mal. Ich weiß nicht, ob es im November war oder so. Ja, Andrea. Und du hast mir irgendwas geschickt, auch wegen Weihnachtsfilm. So ein Bild. Ich glaube, als ein neuer Weihnachtsfilm auf Netflix rauskam, habe ich den... Und dann war ich so, juhu, ich kann jetzt wieder Weihnachtsfilme schauen. Nee, und Sarah hat sogar Weihnachtshandtücher, das ist richtig cool. Sehr gute Inspiration, also für nächstes Jahr dann bei mir. Freust du dich? Ja, ich bin ziemlich aufgeregt. Du musst gar nicht aufgeregt sein, wirklich nicht. Also ich habe sie ja auch schon in den Vlogs gesehen. Ja, das stimmt. Sarah wird jetzt auch noch öfters kommen, hoffe ich sehr mal. Schön. Sehr schön. Ja, den Ausflug, ja. Wir haben auf alle Fälle was richtig Cooles geplant, machen wir dann, sobald man wieder Sachen machen kann. Ja, wir wollen nämlich zu so einem coolen See, wir wollen auch ganz viele weitere Ausflüge machen, weil Sarah hat noch so viele coole Sachen hier in München und Umgebung und wir wollen auch bald mal nach Amsterdam, wenn man wieder kann, und generell reisen, also wird auf jeden Fall noch was kommen. Da kommt in Zukunft auf alle Fälle einiges. Aber ich freue mich, also es war schon so schön, wir haben so viel geredet, dass wir jetzt hier noch Zeit hatten für mein YouTube-Video. Wir haben schon wieder voll die Zeit. Wir haben jetzt, ich muss auch schon bald wieder nach Hause fahren, weil ihr wisst ja, um 20 Uhr muss ich zu Hause sein. Baden-Württemberg um 20 Uhr, in Bayern muss man ab 9 Uhr zu Hause sein. Ja, voll geil. Nee, ich muss um 18 Uhr pünktlich ungefähr losfahren, dass ich rechtzeitig zu Hause ankomme. Sehr vorbildlich. Ja, so starten wir. Starten wir los. Ja genau, wir haben 15.21 Uhr, also wir haben jetzt eh nur noch 2,5 Stunden. Ja, und mit dem Licht ist halt auch Es schwierig. Macht nichts. Es wird schon langsam dunkel. Nee, es ist voll perfekt. Hallo Sarah, alles geil. Okay. Sarah, ihre Pflanzen sind geil. Ich krieg vielleicht nachher noch einen Ableger. Auf alle Fälle. Die vermehren sich hier wie Kannst auf alle Fälle später was mitnehmen. Ja, geil. Also ich habe mir die Fragen notiert. Ich weiß noch nicht Bescheid. Ich habe dir noch keine einzige Frage gezeigt. Sind auch Aber du beantwortest auch, also wir beantworten beide. Du sagst auch immer was, ja. Ich stelle die Frage, dann beantwortest du sie und dann... Du, ja, okay. Also, erste Frage ist, was ist dein Lieblingsweihnachtsfilm? Mein Lieblingsweihnachtsfilm? Eigentlich so am allerliebsten... Drei Nüsse für Aschenbrödel. Echt? Ja, das ist voll der Klassiker. Das ist voll der Klassiker. Und was wir auch immer geschaut haben, Sissi. Und das will ich dieses Jahr auch wieder schauen. Aber eigentlich Sissi hat ja eigentlich gar nichts so mit Weihnachten zu tun. Aber irgendwie, man schaut es halt immer. Aber es läuft halt jedes Jahr zur Weihnachtszeit und es gehört halt irgendwie dazu. Ja. Das ist so wie das letzte Einhorn. Das kenne ich ja nicht. Nee, das ist so dieser Trickfilm. Nee. Das ist, echt? Ist überhaupt nicht weihnachtlich. Aber es läuft halt jedes Jahr zu Weihnachten. Ja. Und ich finde es schon voll schön. Geil, da tue ich das an. Ja. Nee, also ich würde sagen, drei Nüsse für Aschenbrödel, Sissi. Also das will ich unbedingt dieses Jahr schauen, das habe ich schon lange nicht mehr geschaut. Und sonst so, wo wirklich was mit Weihnachten so zu tun hat, fand ich jetzt eigentlich geil. Die Weihnachtschroniken, das habe ich dir ja gesagt. Die fand ich richtig cool. Die sind echt schön. Das war zu dieses Jahr, aber sonst habe ich sogar keinen Klassiker. Du? Dein Lieblingsweihnachtsfilm? Ja, ich habe einige. Ja. Aber das, was ich jedes Jahr schaue, ist Buddy, der Weihnachtself. Kenn ich auch nicht. Ist es ein Zeichentrickfilm? Nein. Ist noch, okay, ich schaue es an. Das musst du anschauen, unbedingt. Und das spielt in New York. Und ich finde halt jeder Weihnachtsfilm, der in New York spielt, ist einfach so mega. Weil Weihnachtszeit in New York, es gibt, glaube ich, nichts Schöneres. Ich war noch nie, also ich war schon in New York, aber noch nie zur Weihnachtszeit. Ja. Hast du schon mal den Geilbaum gesehen? Mhm. Oh ja. Letztes Jahr war ich im Dezember in New York und ich bin extra früh aufgestanden, dass ich zum Baum fahren kann, weil unser Hotel ist ja doch ein bisschen weiter weg von Manhattan. Und ich bin rübergefahren, aber der Baum war noch nicht eingeschalten. Ach, und ich war so traurig und enttäuscht. Und es war eigentlich schon irgendwie der 5. Dezember, aber die haben den Weihnachtsbaum erst diesen Abend, als ich da war, wo wir dann wieder zurückgeflogen sind, haben die den Baum erst angeschaltet. Und es war echt richtig traurig, aber es
war trotzdem schön, weil in New York ist halt so schön dekoriert. Das ist der absolute Wahnsinn. Ja. Wenn man Weihnachten liebt, Weihnachtszeit in New York. Voll geil. Ja, was mein Traum ist, deswegen, das müssen wir mal machen, Schlittschuhlaufen vor dem geilen Weihnachtsbaum. Mhm. Also es kostet ja, glaube ich, ein Teil, das ist ja sauteuer, das kostet $40 oder so. Oder halt im Central Park. Ja, ach, da kann man auch. Geil. Das wäre, das machen wir. Ja, nächstes Jahr. Sobald nächstes wir wieder Weihnachten können, ja, requesten können. Okay, also dein Lieblingsfilm, hast du gesagt, war die DL11, ja. Und Kevin allein in New York. Ach so, ja, das weil ist auch geil. Geil ist. Ja. Also Kevin, also ich kenne auch beide, Kevin allein zu Hause und Kevin allein in New York, finde ich auch richtig geil. Liebe ich und schaue ich wirklich jedes Jahr. Das ist Pflicht, dass ich das anschaue. Ja, voll geil. Nee, das sind echt geile Weihnachtsfilme. Ja, Kevin allein zu Hause, ich liebe das wirklich. Mhm. So lustig. Ja. Dein Lieblingsweihnachtslied? Mein Lieblingsweihnachtslied, oh. Also, was ich eigentlich irgendwo die Jahre gehört habe, war mal Last Christmas. Das fand ich immer richtig cool und richtig schön. Hat sich, ja, ein bisschen habe ich das schon ausgehört jetzt so. Mhm. Aber ich würde schon auch sagen, das ist mein absolutes. Meins auch. Echt jetzt? Geil! Ja, weil Christmas. Ich liebe Wham. Ja. Ich liebe dieses Musikvideo und ich krieg von dem, also ich kann das immer hören. Ja. Das läuft bei mir rauf und runter. Das sind ja Howard Charts ganz oben, Last Christmas. Und ich finde halt auch das Lied, also der Text davon ist einfach irgendwie so schön. Ja. Nee, ich das weiß, auch. Das ist so ein bisschen so ein, das polarisiert, glaube ich, total dieses Lied. Manche hassen das. Und weil es halt auch immer läuft im Radio und so. Aber ich höre das sogar manchmal im Sommer. Also. Aber es kam jetzt so Neues raus. Ja, ich höre es auch manchmal, weil das ist in meiner normalen Playlist. Ab und zu beim Sport kommen dann Weihnachtslieder. Ja. Nee, was ich jetzt auch cool fand, da kam jetzt so Neues raus mit so verschiedenen Künstlern. Ich glaube, wie heißt denn das? Begin oder ich schaue schnell. Ah, das Being Home. Das kam jetzt auch mit verschiedenen Künstlern raus. Das gibt es noch nicht auf Spotify. Und das ist auch richtig schön. Das kommt nicht gerade irgendwann am Radio. Hab ich noch nie gehört. Und das ist echt richtig schön, ja. Okay. Das kannst du mal anhören. Habe ich noch nie gehört. Habe ich mir auf alle Fälle später gleich mal. Ja. Ich schick's dir dann von YouTube. Ist die Frage, was ist dein Lieblingsweihnachtsgebäck? Ah, mein Lieblingsweihnachtsgebäck. Dominosteine liebe ich sehr zum Kaufen. Wirklich. Und sonst du auch? Boah, ich hasse Dominosteine. Aber ich hasse leider so viel, die Dominosteine hasse. Für mich ist halt Marzipan, kann ich gar nicht. Ich kann auch keinen Weihnachtsstollen essen. Ja, das mag ich auch nicht. Nee, und sonst so Gebäck so von selber machen ist eigentlich so Spritzgebäck oder die ich dir geschenkt habe. Also so die Vanillekipferl. Die Andrea bringt mir immer von ihrer Mama. Also die waren dann alle von mir, die beste, die ich dir gebracht habe. Echt, oder? Ja, ich habe meiner Mama noch keine gebacken, weil die hatte noch keine Zeit. Dann bin ich mal gespannt. Letztes Jahr habe ich von ihrer Mama alle Plätzchen bekommen, die waren so gut. Sarah hat gesagt, es gab keine geileren. Nee. Also ich habe schon viele Plätzchen probiert, aber das sind einfach die besten. Echt? Jetzt bin ich mal auf die gespannt. Ja. Aber es sind eigentlich gleiches Rezept, ja, probier mal. Ich habe dir extra viel. Schön sehen, Riesenteller mit Plätzchen. Nee, wenn ich mit meiner Mama noch welche backe, kann ich dir welche schicken. Geht ja auch. Ja, aber sonst hast du kein anderes. Ja, Lebkuchen mag ich noch. Also in der Weihnachtszeit esse ich tatsächlich am liebsten Lebkuchen. Nürnberger Lebkuchen. Ja, sind geil. Könnte ich immer essen. Also Beste. Ja. Ich kaufe die auch schon ab September. Ich habe auch schon sie früher gekauft. Gibt sie schon im Supermarkt. Ja. Und dann kaufe ich die sofort und esse die dann ich schon. Ich habe auch. Also ich habe auch richtig früh angefangen Lebkuchen zu essen. Jetzt bin ich gerade ein bisschen durch. Also ich habe noch zu Hause noch 3-4 Packungen Lebkuchen. Ich habe schon gedacht, ich weiß nicht, ob ich die noch schaffe bis Weihnachten. Aber ich habe auch richtig früh angefangen dieses Jahr. Tja. Ich kenne das halt noch von früher. Meine Mama hat nie vor Weihnachtszeit Lebkuchen gekauft. Bei uns auch nicht. Und also auch wenn wir einkaufen waren und ich wollte, die haben immer gesagt so, nee, gibt es erst zur Weihnachtszeit und jetzt, wenn man erwachsen ist, kauft man sich, was man will. Ja. Eben. Und dann kaufe ich mir die schon immer im September und dann schicke ich meiner Mama ein Bild und sage, echt, was? Ja, ich habe schon Lebkuchen gekauft und sie findet es auch voll witzig. Ja, nee, ist auch gut so. Die nächste wäre Geschenke geben oder Geschenke bekommen? Eigentlich liebe ich es, Geschenke auszuteilen. Also auch wenn man sich halt Gedanken macht so für andere. Mich freut es immer, wenn andere sich richtig drüber freuen. Also deswegen Geschenke geben. Aber ich muss sagen, wenn ich selber Überraschungen bekomme, bin ich schon auch froh. Also freut mich. Also wenn es wirklich so, womit ich überhaupt nicht gerechnet habe, das freut mich dann irgendwie schon auch richtig. Also oder wenn sich jemand richtig viele Gedanken gemacht hat. Ja, genau. Also ich habe echt auch von meiner Schwester schon Geschenke bekommen oder so, wo ich Wahnsinn, also wo ich überhaupt nicht damit gerechnet hätte. Also die hat mir auch Bilder gemalt oder so, wo man sieht, dass ich mir so viel Zeit da reingesteckt habe, da ist wirklich dann, da zerbricht mein Herz. Das ist
Das ist so ein Glücksgefühl, das kann man sich gar nicht vorstellen, wenn jemand sich so viel Mühe macht. Und ja, sonst nee, aber ich verschenke es auch ziemlich gern. Ich mache mir immer viele Gedanken. Mhm. Dieses Jahr hatte ich auch sehr viel Zeit. Ich habe schon richtig coole Geschenke für dieses Jahr. Aber ich freue mich auch, wenn meine Mama, die schenkt mir meistens immer Bücher, da bin ich auch immer gespannt. Aber sonst eigentlich, also wenn ich mich entscheiden müsste, dann würde ich lieber Geschenke geben. Ja. Weil sonst kaufe ich mir den anderen selber und Geschenke geben. Also ist bei mir genauso. Ich liebe Geschenke. Ja, auch wie du dich heute gefreut hast. Ja. Ich auch gefreut. Also ich freue mich auch, wenn ich Geschenke bekomme, aber ich liebe es, Geschenke zu geben. Ich schaue auch immer, wenn ich irgendwie einkaufen bin und wenn mich irgendwie was an jemanden erinnert, dann nehme ich das sofort mit und verschenke das, weil ich irgendwie so gern Leuten oder Freunden, Familien so eine kleine Freude mache. Finde ich einfach voll schön. Ich mache das auch immer, auch vor allem mit so letzter Zeit, weil ich bin ja echt auch oft einkaufen gewesen. Ich habe echt auch so viele Sachen immer so mitgebracht. Ja, zum Beispiel schon aus Amerika, diese Süßigkeiten. Hat mich richtig gefreut, weil ich war schon lange nicht mehr in Amerika. Ich liebe amerikanische Süßigkeiten. Da habe ich mich voll drüber gefreut. Es war voll nett. Ja, bitte schön. In welchem Land würdest du gerne Weihnachten verbringen? Wow, das ist eine coole Frage. Ja, da ich ja schon in San Francisco Weihnachten verbracht habe und in Hongkong, richtig geil. Wir hatten eigentlich gesagt, dass wir dieses Jahr, also haben wir letztes Jahr in Hongkong beschlossen, dass wir dieses Jahr Weihnachten in L.A. alle feiern. Also L.A. würde ich voll gerne feiern und ich würde voll gerne mal irgendwo am Strand, wo es warm ist. Also Freunde von mir haben früher in Australien halt am Strand, die haben mir dann so Postkarten verschickt, wo die so Badehose mit Weihnachtsmütze. Das fände ich richtig cool, da würde ich noch gern feiern. Also eigentlich Australien gern, L.A. noch, New York eigentlich auch. Asien muss ich jetzt eigentlich gerade nicht mehr so. Ich überlege gerade, wo, vielleicht noch Skandinavien irgendwo da oben. Und sonst halt eigentlich schon so Amerika. Ich glaube, sonst feiert man das auch nirgends so krass, oder? Also halt, wo halt schon was abgeht, wo man das halt krass feiert. Ja, halt krass feiert, ja. Silvester in Rio de Janeiro soll richtig geil sein. Aber okay. Wahrscheinlich nicht. Ja, also, aber okay, du Weihnachten? Ich habe auch gesagt Australien, also wenn dann, ich würde voll gern Weihnachten mal wo verbringen, wo es halt richtig heiß ist, wo du dann irgendwie am Strand bist, wo du irgendwie halt so anders, so ein, also grillst zu Weihnachten, also es wäre halt mal was komplett anderes, würde mich halt voll interessieren, wie das so ist. Ja. Wenn es wo sein sollte, wo es kalt ist, dann schon irgendwo, wo richtig viel Schnee ist, zum Beispiel Kanada oder Kanada. Halt ja so Skandinavien, so Finnland, Lappland. Voll cool. Irgendwo, wo halt richtig viel Schnee ist und wo man irgendwie in so einer gemütlichen Hütte sitzt und das Feuer ist an. Wo man halt so heimkommt dann. Ja, das könnte ich mir auch voll gut vorstellen. Also ich habe irgendwie, ich konnte mir vor dem San Francisco Weihnachten, also Weihnachten gar nicht woanders vorstellen. Also es war halt immer mit meiner Familie, immer in Deutschland, immer zu Hause. Einmal waren wir beim Skifahren, haben wir das mal gefeiert, aber es war halt immer Familie halt. Und ich konnte mir das erst so gar nicht vorstellen, so was für ein Unmensch ich jetzt plötzlich bin, dass ich halt in San Francisco Weihnachten feiere. Aber es war so cool irgendwie, das fühlt sich halt einfach ganz anders an. Mhm. Und es war so ein Event, wirklich auch mit meinem Papa habe ich ja zu zweit dann gefeiert. Es war irgendwie so schön, halt auch so, weil wir die Zeit irgendwie so zu zweit hatten und irgendwie sind ja doch dann alle so in Weihnachtsstimmung. Mhm. Und irgendwie ist es halt schon immer was Besonderes, so der 24. oder halt 25. in Amerika. Aber es war dann schon cool. Und letztes Jahr Hongkong einfach, es war auch geil. Es war so ein geiles Gefühl, weil wir ein Weihnachtsessen auch hatten. Und dann sind wir in Hongkong noch zu so einem Baum gefahren. Also es war irgendwie, das ist so, ich würde eigentlich jetzt viel lieber an Weihnachten so was Krasses einfach erleben, als Weihnachten irgendwie so wie immer halt zu feiern. Also ich würde schon auch voll gern irgendwo anders singen. Australien und so, ich wäre für alles dabei. Wer weiß, nächstes Jahr. Aber hast du schon mal woanders im Ausland? Du warst du schon mal über Weihnachten? Du warst nicht der Silvester weg. Genau, ich war am Anfang vom Fliegen war ich, das erste Weihnachten war ich tatsächlich in New York. Oh mein Gott, ja. Aber warst du alleine? Ich war alleine, war ja noch in der Probezeit. Ja. Und es war ja nur quasi, es waren nur 24 Stunden in New York. Deswegen, da hätte ich jetzt auch niemanden mitgenommen. Ja. Aber es war trotzdem schön. Wir waren abends schön essen, wir waren weg und ja, es war halt irgendwas Besonderes so dann plötzlich. Und wir sind auch als Passagiere quasi zurückgeflogen aus echt? New York. Ja, was halt auch total besonders war. Und dann haben wir halt so mit der ganzen Crew Weihnachten im Flieger.
noch gefeiert. Das war schon schön. Und ja, nee, hört sich auch gut an. Ja, aber auf alle Fälle. So besondere Sachen sind halt immer, das vergisst man halt dann einfach nicht. Mhm. Und an Weihnachten ist ja bei uns auch immer jeder in Weihnachtsstimmung. Da macht man halt noch immer alle was zusammen irgendwie. Ja. Ist dann halt auch immer richtig schön. Aber nächstes Jahr kann ich mir auf alle Fälle vorstellen, Weihnachten mal wegzufahren. Ich meine, dieses Jahr sind wir eh alle zu Hause, aber... Aber kann man sonst mal reden? Also ich habe auch gesagt, dieses Jahr mal wieder zu Hause, meine Mama freut sich und nächstes Jahr mal schauen. Ja, also ich würde jetzt auch nicht sagen, dass ich nächstes Jahr zu Hause bin. Ich bin eigentlich auch nicht so. Meine Lieben, vielen lieben Dank, dass ihr das Video geschaut habt. Unser Video ist richtig lang geworden, deswegen es wird einen zweiten Teil geben. Und ja, dann auf jeden Fall Dankeschön. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und dann wünsche ich euch jetzt heute noch einen schönen 13. Dezember.